So Freunde, erstmal wie immer herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Im Hintergrund seht ihr schon unser jüngstes Projekt. Wir haben ja eine solche Natursteinwand gebaut, mit Naturstein verblendet. Und ich habe das Ganze mit der Kamera so ein bisschen festgehalten wieder. Diesmal wird es zwei Videos geben. Ein Anleitungsvideo, wo ich euch so ein bisschen, oder die Leute, die es selber machen wollen, durch die einzelnen Schritte führe. Und das zweite Video wird einfach so ein Zeitraffer-Video sein. Werden aber zwei separate Videos sein. Genau, dann danke schon mal fürs Zuschauen. Würde mich über ein Abo freuen, wenn ihr es noch nicht da gelassen habt. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Dann viel Spaß mit dem Video.
Leute, das ist jetzt hier die optimale Konsistenz dann für unseren Kleber, also nicht zu flüssig und natürlich auch nicht zu fest. Und ja, man muss den Rührer immer bereit halten, denn nach so 10, 20 Minuten wird er auch schon wieder ein bisschen steifer, sodass man den dann einfach nochmal neu aufschlagen muss. Vielleicht ein bisschen Wasser wieder hinzugeben, aber ansonsten ist das hier schon optimal. So Freunde, jetzt gucken wir mal, wie man die geeigneten Steine findet. Eigentlich guckt man sich immer nur eine Lücke an. Am Anfang hat man es natürlich einfach. Hier geht man dann hin, guckt, dass man gerade Steine hat, die eine gerade Kante haben, kann die natürlich schön dagegen kleben, sowie unten natürlich auch. Wenn man da gerade Platten hat, da kommt einem das dann zugute. Wenn wir jetzt hier schon so in der Fläche sind, dann guckt man sich einfach die Lücke an und ja, schaut sich die Steinhaufen an. Und optimalerweise breitet man die sich auch so ein bisschen aus, wie wir das hier gemacht haben. Dann hat man immer einen besseren Überblick. Jetzt haben wir hier so eine Ecke. Ich habe mir schon einen Stein rausgesucht. Der passt hier eigentlich ganz schön rein. Auch dass wir halt kleine Fugen haben. Darauf sollte man immer achten. Und ja, dass die Steine auch irgendwie zueinander passen. Man sieht das hier zum Beispiel auch, dass die drei Steine schön miteinander zusammenspielen und das ergibt nachher halt ein sehr ruhiges Bild und sieht dann auch hochwertiger aus, als wenn man die Platten irgendwie an die Wand klatschen würde. So, in dem Falle halte ich den Stein jetzt hier so hin, wie ich den haben möchte und kann mir als Hilfe den Stein hier markieren. Dann weiß ich auch, wo ich den Kleber auf die Wand aufzutragen habe. Jetzt kann ich hier noch eine 1 reinmachen und meinen Stein markieren, dass der Kollege oder die Kollegin mir den Stein gleich nicht klaut. Und dann weiß ich auch immer, falls ich jetzt noch einen Stein erstmal finde, dass der Stein hier hingehört und der nächste dahin und der nächste dahin. Also das macht schon Sinn, vor allem wenn man es vielleicht nicht so oft gemacht hat. So Leute, jetzt gehen wir her und tragen hier ein bisschen Kleber auf. Möglichst gleichmäßig. Ja, jetzt wirklich der Vorteil, man weiß, wo die Platte hinkommt. Und kann nur den Bereich dann entsprechend anschmieren. Dann geht man hin, um eine gleichmäßige Schichtstärke zu bekommen, hier mit so einer Zahnkelle. Und zieht einmal drüber, dann hat man wirklich eine gleichmäßige Kleberstärke. Und beim Anschlagen des Steines verschließt sich das Ganze dann wieder und der Stein hat eine optimale Haftung. So, dann gehe ich bei meinem Naturstein auch her und schmier die Rückseite einmal mit Kleber an. Hier brauche ich jetzt nicht mehr mit der Zahnkelle drüber gehen. Gucke aber auch, dass es relativ gleichmäßig hier wie ein Butterbrot geschmiert wird. So, ihr könnt es erahnen, dass die Platte hier niemals von alleine halten wird. Deswegen setze ich die erstmal rein, drücke schon mal einmal. Und habe mir hier schon so Holzkeile geholt. Und hier mache ich mir zum Beispiel zunutze, dass hier noch eine Steinfuge ist von den Schalsteinen. Und da klopfe ich ganz einfach so einen Keil rein und mache hier noch einen zwischen. Und dann kriegt der Stein noch 2-3 Schläge. Kann man auch mit einem Gummihammer machen. Muss man aber nicht. So, und dann hält der Stein. So, es wird jetzt immer mal passieren, dass man hier so kleinere Lücken hat. Man sollte darauf achten, dass es nicht zu viele werden in der Fläche. Aber ganz vermeiden lässt es sich nicht. Und in die kann man kleinere Steine einkleben. So, hier komme ich natürlich nicht mehr mit der Zahnkelle dazwischen. Deswegen streiche ich mir den Stein hier gut mit Kleber ein und setze ihn dann passend ein. So, so ausrichten, dass die Fuge ungefähr überall gleichmäßig ist. Mache auch ein paar Keile dazwischen. Manchmal kann man sich auch so einen Keil hier in Form eines Steines zurechtschlagen und dann einfach den Stein damit reinpacken und festkeilen. Auch schön andrücken und dann hält das auch. Wenn das jetzt so 10, 20 Minuten hier an der Wand ist, könnte ich theoretisch die Keile und Steine entfernen. Der Kleber ist dann schon angezogen
Natürlich noch nicht ausgehärtet, aber hat schon eine gewisse Grundfestigkeit. So Leute, jetzt machen wir mal hier oben weiter. Wir haben ja hier die geraden Kanten und da suchen wir uns aus unseren Steinen die raus, die maschinell zugeschnitten worden sind. Ne? Das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Und das sind unschöne Sichtkanten, das heißt, die wollen wir sowieso nicht sehen. Und würden so einen Stein schön hier drunter kleben. So, jetzt habe ich hier keine Chance, den irgendwie zu unterkeilen. Das heißt, der wird mir auf jeden Fall von der Wand fallen. Was wir in diesem Falle machen werden, zeige ich euch jetzt. Als erstes natürlich markieren wir uns das wieder. So, ich habe ja jetzt meine Markierung hier an der Wand und damit wir den Stein tragen, werden wir einen Dübel mit einer Schraube setzen. An einer Stelle, wo der Stein dann aufliegt. Und da reicht in der Regel reicht immer eine Schraube aus, um den Stein zu fixieren. Also ich werde hier den Dübel setzen, die Schraube rein und dann den Stein an die Wand kleben und dann kann er nicht mehr nach unten weg sacken. So, auf diese Art und Weise haben wir dann halt auch die Möglichkeit, nicht nur von unten an das Ganze aufzumauern, wo wir dann halt immer unterkeilen können. Nee, wenn wir dann halt einen Stein finden, wo wir denken, hey, der könnte hier oben aber hinpassen, aber irgendwo in die Mitte, kann aber nicht durch einen Holzkeil oder irgendwie fixiert werden, haben wir halt die Möglichkeit, mit diesen Verankerungen in der Wand einen Stein an beliebiger Stelle zu setzen. Und das ist ein großer Vorteil. So Leute, der andere wichtige Punkt bei diesen Dübeln plus Schraube ist, dass wir hier einen Maueranker setzen. Die gibt es auch in anderen Formen. Aber durch diese Schrauben haben wir ja nachher eine Verbundwirkung zwischen Schalsteinen und Verblendmauerwerk. Sonst wären es einfach nur zwei aneinander gesetzte Mauerwerke und man hat immer die Gefahr, dass es irgendwo mal zu Abbrüchen kommt. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Mauerwerke miteinander verzahnt. So, und das geschieht natürlich nachher mit diesen Schrauben. Wie gesagt, es gibt auch noch spezielle, es gibt auch noch Matten, die man einbringen kann. Ob man jetzt Netze nimmt oder spezielle Maueranker, die man einarbeitet, das ist euch überlassen. Ich kann euch sagen, dass das hier mit den Schrauben wirklich super hält und nachher eine Methode ist, die nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Genau. Die Verbundwirkung entsteht nachher dadurch, dass hier natürlich dann nachher die Fuge ist, die dann verfugt wird. Das heißt, die Schraube wird dann nochmal vom Fugenmörtel gepackt und so entsteht dann die Verbundwirkung. Nachher, wichtig, wenn ihr die Fläche fertig habt, geht ruhig nochmal ein paar größere Fugen hin und setzt einfach mal ein paar Schrauben rein, dass man an zahlreichen Stellen wirklich diese Mauerverankerung hat. Ich sage immer dazu, ungefähr 3 bis 4 pro Quadratmeter gesetzt werden sollten, mehr nicht. Dann hat man nachher wirklich eine schöne Verbundwirkung. Und man läuft nicht Gefahr, dass die Steine von der Wand abfallen. So Leute, Prozedere bleibt das gleiche. Kleber habe ich schon angebracht, auch hier dann am Stein wieder auftragen, gleichmäßig verstreichen und dann können wir unseren Stein befestigen. Die Platte bzw. der Stein kriegt jetzt so viele Schläge, bis sich der Mörtel so ein bisschen aus den Seiten rausarbeitet. Dann ist gewährleistet, dass er wirklich schön sitzt. Je nach Temperatur hat man jetzt noch 10 Minuten Zeit, den so ein bisschen zu schieben. Und wenn man möchte, dass er genauso in der Position sitzen bleiben soll, dann wird man den jetzt auch wieder mit dem Nachbarstein verkeilen. Ich habe jetzt wirklich noch die Möglichkeit, den so ein bisschen zu drehen, ein bisschen anzupassen. Aber wirklich, dafür bleiben mir nur diese 10 Minuten.
Und wenn ich mit der Position zufrieden bin, dann setze ich hier einfach nochmal irgendwo einen Keil rein, dass er sich nicht mehr bewegen kann. So Leute, schauen wir uns mal diese Situation an. Ich habe hier einen schönen Stein, der hier auch von der Form schön reinpasst. Allerdings ist die Fuge jetzt hier noch breit. Wenn ich jetzt hier diese Ecke noch wegkriege, dann wird der Stein da wunderschön reinpassen. Und jetzt kommt eins, wenn wir die Steine bearbeiten, dann immer nur mit dem Hammer, nicht mit der Flex schneiden. Das ist zwar viel, viel, viel einfacher, aber jetzt erzeugt euch Schnittflächen und das sieht natürlich immer künstlich aus. Ja, und nachher ist es natürlich ein anderes Handwerk, wenn man es wirklich alles mit den Händen geschaffen hat. So, dafür habe ich mir die Stelle markiert, die ich abtragen muss. Gehe mit dem Hammer her und ich gehe jetzt wirklich von außen nach innen bis zu dieser Stelle. Ich versuche jetzt nicht auf einmal hier an dieser Linie zu brechen, das wird nicht funktionieren. Macht das wirklich vorsichtig und langsam. Es bringt da nichts, wie ein Berserker drauf zu schlagen. Dann wird der Stein irgendwo brechen, aber sicherlich nicht da, wo ihr den haben wollt. So, dann gucken wir mal, ob es passt. Jetzt passt der Stein hier wesentlich besser rein. Ich kann hier eine schöne, gleichmäßige Fuge generieren und markiere mir dann die Stelle, wo der Stein zu sitzen hat. Und bringe wieder Kleber an die Wand und den Stein an und dann schauen wir mal. So, auch jetzt habe ich natürlich noch die Möglichkeit, den so ein bisschen zu drehen. Ich möchte jetzt, dass er noch mal ein bisschen hier oben die Fuge ein bisschen kleiner wird. Dann kippe ich den Stein einfach und schiebe hier noch einen kleinen Holzkeil rein. Und dann bin ich schon zufrieden. Lass den Stein. Ja, und theoretisch kann ich jetzt in 20 Minuten hergehen und die Keile entfernen. Da wir es ein bisschen kühler haben, 5, 6 Grad, dauert das natürlich ein bisschen länger. Deswegen kann ich den Stein auch, beziehungsweise die Keile, einfach mal ein paar Stunden dran lassen. Die kriege ich danach immer noch super raus. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wenn man hier so eine geschnittene Kante hat,
natürlich unschön aus, wie man die dann nochmal nachbrechen kann. Ich habe hier schon mal angefangen, ne, durch gezielte Schläge hier an die Kante, splittert dann hier immer ein paar Millimeter ab und die Kante sieht dann natürlich aus. Ja, am besten legt ihr euch den Stein irgendwo hin. Ich mache das jetzt mal hier im Stehen. Ja, das geht natürlich auch, wenn etwas mehr wegbricht. Ist nicht schlimm. Hauptsache, der Stein bricht nicht durch. Ihr seht, sie sind auf einem guten Weg. So, ihr seht, die Kante sieht jetzt natürlich gebrochen aus. Wie gesagt, hier ist gerade ein größeres Stück rausgeplatzt. Ist aber egal. Schlecht wäre, wenn die Platte jetzt durchgebrochen wäre. Das wäre nicht so gut gewesen. So, Freunde, dann nochmal ein kleiner Tipp. Viele würden jetzt vielleicht hingehen, die Wand vorher verputzen oder irgendwas. Würde ich auf jeden Fall nicht machen. Erstens haftet an so einer rauen Wand der Kleber viel besser an als an einer verputzten Wand oder wo hier noch die Fugen irgendwie geglättet worden sind oder nachverfugt worden sind. So, und dann der zweite Vorteil, den man hat, ihr könnt die Fugen nutzen für eure Holzkeile, wenn ihr mal einen Stein irgendwie abfangen müsst. So, und ich habe hier jetzt das Glück, die Stoßfuge hier, da kann ich meinen Holzkeil reintreiben und kann hier gleich meinen Mauerstein drauf aufsetzen. So, Freunde, ich glaube, grob habt ihr einen Eindruck bekommen, wie das Ganze abläuft. Damit ihr noch mehr Eindrücke bekommt, lasse ich die Kamera laufen und werde das in Zeitraffer dann abspielen. Und ich habe natürlich die ersten Platten, die wir links und rechts und auf den Seitenschenkel hier geklebt haben, habe ich natürlich auch gefilmt. Und das werde ich dann jetzt auch nochmal in Zeitraffer abspielen lassen. Und dann ja, könnt ihr mal sehen, dass es alles sehr viel Puzzlearbeit ist. Und ich sag mal, 90% oder 80% der Steine sucht man sich wirklich raus. Die restlichen 20% schlägt man sich passend zu. Wie gesagt, kein Stress dahinter, einfach puzzeln. Und ja, so ergibt sich dann am Ende ein schönes Bild. Wie gesagt, man muss sich Zeit nehmen, wenn man jetzt hingeht und die Steine einfach irgendwie an die Wand klatscht und 8 cm Fugen hat, dann sieht das Ganze echt am Ende ein bisschen bescheiden aus. Deswegen Zeit nehmen, dauert was länger, alles gut, aber man hat am Ende eine wunderschöne Optik. So, Leute, wir mischen jetzt den Fugenmörtel mit Sand und Trasszement, halb halb,
Wasser zugeben, bis er leicht cremig wird, und dann noch PCI-Emulsion, damit er auch schön geschmeidig bleibt. Und ja, das ist nochmal so eine Aufwertung für den Fugenmörtel. Der soll dann ein bisschen frostresistenter sein, eine bessere Haftung haben, sowas. Die Mischung packen wir uns hier in so eine Tüte rein. Die gibt es auch zu kaufen. Ich packe das mal in die Beschreibung mit rein. Und durch Druck kommt dann oben die Füllung raus. Also wie ein Konditormeister. Die geht man da in die Fuge rein. Spritzert nach Bedarf rein. Hier auch wichtig, es gibt keinen Grund, die Fuge bis nach vorne zu verfugen. Sieht optisch so viel schöner aus, weil man eine Schattenfuge hat und der Stein, auf dem Stein liegt die Hauptwirkung. Und das Wichtigste dabei, wie gesagt, ist, die Mörtelmasse muss Kontakt mit der Rückwand haben. Sonst hat das Ganze keinen Sinn. Wie viel da reingepackt wird, ist für die Stabilität der Fuge vollkommen egal. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das ist natürlich besonders gut für unsere Aufgabe hier. Müssen wir mal eben wieder pausieren. Eins noch. Das lässt man jetzt so, je nach Temperatur, 15 bis 30 Minuten. Und dann kann man nachher einen Glattstrich machen. Und das zeige ich euch dann auch nochmal. So Leute, hier seht ihr jetzt noch so einen Maueranker. Ihr könnt also hingehen, wenn ihr die Steine alle geklebt habt. Und wenn ihr dann noch so etwas größere Fugen habt, einfach hier und da nochmal einen Dübel rein mit einer Schraube. Und die werden dann einfach schön mit dem Fugenmörtel umhüllt. Und werden dann mitverfugt. Und dann habt ihr wirklich nachher eine Bombenverzahnung von Mauerwerk und Verblendmauerwerk. Genau, auch wenn ihr mal so Fugen habt, die so weiter drunter gehen, wo man jetzt, wenn man jetzt nur außen verfugen würde, dann wäre nicht gewährleistet, dass die Fugenmasse bis nach oben geht. Deswegen wirklich in solchen Situationen auch mit dem Spritzbeutel direkt unter den Stein reingehen und Fugmasse reindrücken. So Leute, wenn dann so ein, ja, jetzt, wir haben es relativ kalt, sollte man eine halbe Stunde circa warten, dann nimmt man sich hier so ein, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, ein Fugenspachtel, einmal mit so einer flachen Seite und einmal mit einer spitzen Seite, wo man auch wirklich die ganz feinen Fugen mit bearbeiten kann. Dann geht man einfach her und zieht einmal glatt, ne? Dann bekommt man wirklich eine sehr, sehr schöne Optik und kann hier auch wirklich sehr genau am Stein arbeiten. Und dann geht man die Fugen einmal ab. Ganz wichtig ist auch, dass man jetzt nicht nur die Fuge glatt zieht, sondern auch nochmal wirklich reindrückt. Ja, dass der Kontakt zum Stein hergestellt wird. Dann wird die Fuge an den Stein und an die Mauer gepresst, was natürlich auch schon beim Einspritzen passiert, aber das ist nochmal ganz wichtig, um das Ganze letztendlich zu gewährleisten. So Leute, wir haben hier schon gestern verfugt. Die Fugmasse ist soweit schon relativ hart. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo man nochmal so einmal nach Feilen bearbeiten kann. Oder wenn irgendwo noch Steinchen oder Fugenmörtel auf den Stein drauf ist, dann kann man das jetzt wunderbar abschaben. Wenn man jetzt noch zwei, drei Tage warten würde, dann ist der Mörtel so hart, dann wäre das ein Riesenakt. Also lieber am nächsten Tag nochmal gucken.
Steine nochmal eben freikratzen. Und ihr habt es ja auch gesehen, wir haben möglichst sauber verfugt, sodass wir hier gar nicht mehr hingehen mussten und die Steine, die Oberfläche nass abreinigen mussten. Also das kann man sich wirklich sparen, indem man den Mörtel einfach sauber einbringt. So Leute, wir waschen jetzt die Mauer nochmal einmal ab, den letzten Staub von den Steinen runter. So Leute, wir haben ja jetzt Februar, aber äußerst milde Temperaturen, was aber letztendlich gut für uns war, weil wir dieses Projekt so durchführen konnten. Der Wetterbericht meldet weiterhin relativ milde Temperaturen, aber ja, um sicher zu gehen, dass wenn doch mal Nachtfrost auftritt, werden wir die ganze Mauer jetzt einpacken. Mit Vlies und Folie, sodass sie dann vor Frost geschützt ist. Wichtig ist, dass ihr sie vorher auf jeden Fall einmal nass macht. Am besten am Tag nach der Verfugung und dann alle paar Tage wieder. Dass die Fuge und die Steine feucht sind. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Fuge, die braucht noch mindestens eine Woche, bis sie komplett erhärtet ist, und solange sollte sie auch Wasser zur Verfügung haben. Deswegen bitte nass halten und vor allem im Sommer, da muss man wirklich schon beim Verfugen immer gucken, dass die Fuge nass gehalten wird. Wenn man das nicht macht, dann wird es hier überall Schwundrisse geben, weil die Fuge sich zusammenzieht, kein Wasser hat. Dann wird sie Risse bilden oder auch kann es passieren, dass sie nicht richtig aushärtet und schon von alleine aus bröselig ist. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. So, jetzt hängen wir die Mauer noch ab. Schutz vor Frost und ja, dann können wir das in einer Woche hier runternehmen. Dann ist alles safe und ja,